Ab durch den Teleporter! Zoom. Nanu, wo bin ich denn wo bin ich denn da gelandet? Ich habe meine Brille nicht auf, Moment. So. Natürlich, ein Teleporter direkt in eine Küche. Nicht schon wieder. Was? Ach, nichts, ich habe nur laut gedacht. Table Dance! Beachten Sie mich nicht, ich bin nur ein nackter, verwirrter Junge, der in Ihre Küche teleportiert wird. Gut. Wo sollten wir hin? Er ist einkaufen gegangen. Sollten wir den Opa suchen? Keine Ahnung, scheint verschlossen zu sein. Okay. Nee, eigentlich wollte er ja zum Was ist das? Ich wäre ja früher gekommen, aber seien wir doch mal ehrlich. Wer steht schon gerne früher auf? Das ist was Wahres dran. Die Kindermafia. So. Ach, was könnte ich denn erzählen? Es schneit! Yeah. Ich liebe Schnee. Also wenn ich zur Arbeit muss, dann hasse ich ihn. Aber solange es bis Montag wieder aufgehört hat, soll mir das wurscht sein. Servus. Na, hast du dir anders überlegt, du willst jetzt doch länger bleiben? Wie habe ich ihn gesprochen? Keine Ahnung. Nein, eigentlich wollte ich weiter, aber der olle Kerl an der Grenze lässt mich nicht durch. Ich bin total unselbstständig. Was? Das kann doch nicht sein. Ich werde doch nicht schon wieder... Sie... Was meinen Sie? Ach nichts, vergiss es. Ich habe eben nur laut gedacht. Na, ich gehe dann besser. Warte einen Augenblick. War jetzt auch beim Scheißen? So, wir können gehen. Wohin denn? Wo waren Sie? Beten? Natürlich nach Kaiko. Ich bin mir sicher, dass der Wachposten mich durchlassen wird. Aber wer wird denn hier ihre Arbeit fortsetzen? Mach dir darüber keine Sorgen, ich werde vor dem Aufbruch noch meinen Kollegen darüber informieren. Wieso ist der Opa gerade gehüpft? Na, wir werden doch nicht hier im Gotteshaus ausruhen wollen. Ich will schlafen, aber Herr Pfarrer, nie im Leben. Bevor wir im Wald gehen sollten, sollten wir uns mit Proviant entdecken. Außerdem muss ich in der Nachbarschaft noch den ansässigen Pfarrer darüber informieren. Ich werde dich bis zum Dorf begleiten. Aber die Wache. Lass es nur meine Sorge sein. Los, auf geht's. Das heißt, wir müssen jetzt zu dem Gymnastikpfarrer, wenn ich das richtig verstehe. Ach ja, hier bei den epileptischen Blumen. Schauen wir mal. Sprich mit mir. Ach. Grüße Sie, Herr Kollege. Was verschafft bitte Ihres Besuches? Ach, nichts Besonderes. Ich bringe diesen Jungen hier nur sicher über die Grenze und würde Sie bitten, etwas auf meine kleine Gemeinschaft Acht zu geben. Das ist doch kein Problem. Ich hoffe, ihr kommt unbeschadet an Schiefersdorf auf eurem Weg. Weg gut. Unser Weg gut. Beschützen. Vielen Dank. Ein kleines Stoßgebet kann nie schaden. Ah ja, und jetzt kann ich los, oder wie, oder was, oder wo?
Naja, zumindest muss ich dem Pfarrer bei dem Proviant recht geben. Vielleicht gehe ich lieber nochmal einkaufen. Hinten anstellen, Junge. Mann, bin ich kaputt. Ich möchte aber kaufen. Ich bin der Protagonist, ich darf das. Oder auch nicht. Tja. Ach. Hutkorb. Ein korbähnlicher Hut. Die Frage ist, wie lange wird er uns begleiten? Ach egal, wir haben's ja. Wir können's uns ja leisten. Was zur Hölle? Das Faceit. Das ist so genial. Der hat so ein bisschen was von einem Äffchen. Naja. Kann der auch irgendwas, wenn er schon mitkommt? Kleines Gebet, Lichtkreis. Okay. Vielleicht sind unsere Chancen zu überleben gerade ganz arg gestiegen. Jetzt haben wir aber trotzdem keinen Proviant gekauft. Müssen wir uns nochmal in Schlumpfhausen schnell umgucken in dem Laden. Ach Quatsch, was mache ich denn? Kraut haben wir noch 3, Augentropfen 1, Fantasierung haben wir genug. Ich denke mal, wir nehmen noch 2 Kräuter mit, zur Sicherheit. Auch wenn wir jetzt einen Priester haben, man kann ja nie wissen. So, gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Durch den finsteren Wald, erneut. Wir sollten uns vorher aber im Wald gut umsehen. Hier treibt sich irgendwo ein Dieb herum. Klar doch, aber der Finderlohn gehört dann mir. Wir sollten es über den Besitzer wieder zurückgeben, wenn wir die gestohlenen Sachen wiederfinden sollten. Na toll, ein Anstandswauwau. Aber es gehört dann doch niemandem mehr. Stehen ist eine Sünde, mein Sohn. Nur durch Ehrlichkeit kommt man im Leben weiter. Merkt ihr das? Klar doch. Das denkt er. Haha, ich bin so böse. Hier konnten wir uns heilen an diesem Tümpel. Ja, brrp. Na gut. Was haben wir denn hier? Da stehen nur Schuhe. Scheinen schon lange nicht mehr benutzt worden zu sein. Da sind schon Spinnweben dran. Was zur Hölle? Warum machen die Kisten komische... Aha! So. Was wird drin sein, Mark? Ein kleiner Schlüssel. Wie nett. Wuhu. Wenn das nützlich wäre, hätte sich ja nicht Staub angelegt. Monster gesucht. Vorsicht wird geboten. Das könnte extrem gefährlich sein. Einer hat Steckbrief, nehme ich an. Die Bezeichnung für den Gesuchten klingt aber etwas seltsam. Wieso nennen die ihn einen Monster? Der muss schon ziemlich was verbockt haben. Ich glaube, sie meinen ein richtiges Monster, mein Sohn. Ach so, falsche Stimme. Ist doch egal. Ach so. Bla bla bla, kein Staub. Aha, aha. Das Haus von Dornröschen. Warum steht ja ein Gitter? Aha. Aha. Sparschwein. Da ist bestimmt Geld drin. Ich glaube, ich werde das Ding mal in ihre Einzelteile zerlegen müssen. Was soll schon passieren? Das Sparschwein greift bestimmt an. Höhö. Ich bin ein Sünder. Nein, nicht besonders viel, aber was soll's. Hallo, 300? Ach. Ist doch egal. Gehen wir weiter. Ach, ist das eine friedliche Musik. Schön. Dann schauen wir doch mal, was unser Priester kann. Jawohl, er schmeißt mit seinem Hut. Die Viecher haben keine Chance gegen uns. Zoom, Sensenhut.
Ja. Ich möchte jetzt ganz am Speicherpunkt. Weil das wäre mal wieder nicht schlecht, wenn man speichern könnte. Karnickel, über Karnickel. Ah, ein Speicherpunkt. War das hier vorhin schon? Ich meine bei Jack. Wer weiß. Hilfe. Okay, weiter im nächsten Video. Ich habe jetzt Angst, Game Over zu gehen. Bis gleich.